Hallo meine lieben Freunde, heute bin ich hier in den Bergen, wie man unschwer erkennen kann, 15 Minuten von meinem Zuhause entfernt, wunderschöne Landschaft, geiler Bergpass übrigens, aber da kommen wir in einem anderen Video zu sprechen. Ja, jetzt heute geht es um dieses komische Ding hier, was zwei Räder hat, einen Motor und Lärm macht. Das ist meine MT-07, Jahrgang 2019. Ja, komplett in Shadow Black. 639 Kubikzentimeter, keine Ahnung, Alter. Steht im Fahrzeugausweis, keine Ahnung. Ja, wie ihr unschwer hören könnt, komme ich aus der Schweiz. Ja, ein Schweizer. Ja, jetzt heute wollte ich euch mal mein Bike vorstellen. Sorry, wenn ich ein bisschen angespannt wirke, ist mein erstes Video auf dem Kanal. Ja, was gibt es hierzu zu sagen? 689 Kubik. Jetzt im Moment ist sie noch gedrosselt auf 35 kW. Ja, bin leider noch nicht genug alt für großen. Erst 22. Mir gefällt das Bike super. Vor allem als Anfängerbike ist es der Hammer. Gehen wir mal weg hier. Scheiße. So. Als Anfängerbike ist es super. Vor allem, es hat genug Kraft. Du kannst Wheelies machen. Du kannst schnell fahren. Du kannst in die Kurven liegen. Knieschleifen. Ellbogenschleifen will ich jetzt nicht probieren. Knieschleifen habe ich probiert. Ist der Hammer. Und ja, mir gefällt einfach das Design vom Tank. Wenn man von hier schaut, sieht schön bullig aus. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der Kollege hier. Da sieht man mich, Fettsack. Ja, von vorne sieht es ja auch schön geil aus. Obwohl mir die MT10 am besten gefällt. Das mit den beiden Leuchten bei der MT10 ist am besten. Aber das als Anfängerbike der Hammer. Muss ich wirklich sagen. Und auch der Auspuff, also... Klar, Kollegen von mir haben eine Akrapovic drunter. Sage ich jetzt mal, brauche ich nicht. Erstens mal viel zu teuer, zweitens bringt es mir nichts. Weil bei uns die Cops eh scharf drauf sind. Vielleicht eines Tages einen anderen Topf, so Leo Winze oder so, keine Ahnung. Ja, eigentlich zwei Sitzer, bist sehr bequem drauf. 14 Liter Tank, ich mache etwa 350 Kilometer damit. Bridgestone Badlax Reifen, wenn die Reifen warm sind, dann ist Feuer angesagt. Dann kannst du in die Kurven liegen, nichts Schöneres, Alter. Wirklich, das ist krass. Voll einstellbares Fahrwerk hat diese hier jetzt. Kannst du drehen, plus noch Druckstufe einstellen, wie bei einem Auto. Ja, eben, die Spiegel gefallen mir überhaupt nicht. Da muss Lenker in den Spiegel dran. Ich habe jetzt schon ein kurzes Heck ran montiert. Wie man sieht, von Rizoma. Ich zeige es jetzt nicht, weil mein Nummernschild drauf ist. Aber irgendwann werde ich sowieso leaken. Also von dem her, ja. Aber jetzt gerade muss noch nicht sein. Nebendran steht mein geiler Helm von AGV, Valentino Rossi Style. Ist ein K3 SV. Ich glaube, der Werte Moji hat auch so einen, aber einfach in komplett schwarz, wenn ich mich nicht täusche. Und gebt euch mal dieses Bike. Wunderschön. Also wirklich für ein Hypernaked ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ein geiler Sound, du kannst geil fahren damit. Kannst auch weit fahren damit. Ich habe jetzt keine Ahnung wie viel Kilometer drauf. 83 Grad hat der Motor. Oh ja, das ist ein geiles Feature. Das ist der Verbrauch. Kannst du alles durchswitchen. Ja, jetzt läuft sie nicht. 463,7 Kilometer seit dem letzten Tanken. Also ja, ich habe es nicht gelöscht, ich Idiot. 1403 Kilometer insgesamt. Ja, ist ein ziemlich neues Bike.
Habe ich jetzt, glaube ich, seit einem Monat, wenn ich mich richtig täusche, richtig erinnere. Ja, Nervosität merkt man mir an. Umgebungstemperatur, auch richtig geil. Da kannst du schauen, wenn du schwitzt, warum du schwitzt. Ja, Motortemperatur ist auch der Hammer. Ja, wie bei den normalen Bikes, Blinker, Hupe, ich hupe jetzt nicht. Lichthupe normal, also Ablendlicht, Fernlicht anlassen. Warnblinker. Und natürlich für mein Q-Bag die Halterung. Also ich muss sagen, wenn ich hier in dem Ganzkörper Presswurst-Kostüm rumfahre, dann will ich nicht noch mein Geldbeutel, Handy, Schlüssel und so Zeug drin haben, weil sonst kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, also ich muss sagen, wenn du 1,80 bist, ist es der Hammer. Kommst gut auf den Boden. Also ich bin jetzt 1,80 und etwa 85 Kilo. Ist wirklich der Hammer, das Teil. Jetzt kommt ein Auto, Alter. Mach mir jetzt nicht die Aufnahme kaputt. 31er. Und ja, einfach etwas, was mich auch stört, sind die hier. Diese Strahler. Aber die müssen anscheinend sein. Keine Ahnung. Ja, zwei Sitze. Der Sitz ist übelst bequem. Muss ich sagen. Ist der Hammer. Und jetzt kommt sicherlich jeder, ja, Darkride, warum hast du eine komplett schwarze genommen? Warum? Ja, schon meine Autos sind alle schwarz. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich nicht eine pinke nehmen mit gelben Punkten. Das geht nicht. Und darum habe ich schwarz genommen. Jedoch hätte ich besser die MT-07 genommen, die die Neonreifen hat. Das gefällt mir viel mehr. Aber jetzt wird dann hier, die Aufkleber werden rot. Es wird noch einen Darkride-Schriftzug geben auf die Seite. Das hier will ich rot machen. Natürlich, die Hebel werden auch getauscht. Die hier werden getauscht. Ja, ich will ein paar rote Akzente reinbringen. Was natürlich geil ist, oder? Vielleicht je nachdem, wenn es das gibt, vielleicht kann mir einer helfen, ein Yamaha-Logo in Rot. Irgendwo. So groß. Keine Ahnung, wie groß. Und ja, hier Öl, ganzes Zeug, Wasser gekühlt. Ist wirklich ein gutes Motorrad auch. Die Schaltung ist der Hammer. Also ich muss sagen, da kannst du schön smooth schalten. Jedoch, wenn du ein Wheelie machen willst mit 35 kW, musst du im ersten Gang. Da musst du. Musst du wirklich im ersten Gang den Wheelie machen, weil im zweiten musst du sonst einen Power Wheelie machen oder mit Kupplung oder keine Ahnung. Und da ich zu faul bin, die Kupplung zu wechseln bei dem Teil, mache ich es lieber im ersten. Aber eben da brauche ich noch einmal Unterstützung von einem erfahrenen, wie sagt man dem, Wheelie-Profi. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich so schaue bei Blackout, David Bost oder Lukas Litt oder eben auch Moji, Alter, die können es abnormal. Also ich bekomme mein Rad vielleicht zu hoch. Mehr traue ich mich nicht jetzt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Mein geiler Helm. Den zeige ich euch nachher auch noch. Was mich stört an dem Teil ist das. Hier. Alles dreckig. Immer. Sobald du ihn anlässt, wird es dreckig. Aber das werde ich dann schwarz-matt machen. Sieht man nicht mehr. Geile Bremsanlage. Also ja, hinten, ja. Kennt es ja selber. Hinten ist so. Ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ein paar Bremsen hinten wie Sau, sage ich jetzt mal. Ein paar nicht. Vorne doppelte Bremsscheibe. Ist wirklich geil. Ja, und vor allem etwas, was ich machen muss, ist diese Dinger hier wechseln. Ja, ich habe noch ein Nail dran. Mittwoch gehe ich an die Prüfung.
auf Fischbestehen sind, kann ich mit meiner Frau ein bisschen herumgurken in der Schweiz. Vielleicht auch mal in Deutschland. Sorry. Dann hier mein schöner Helm. Ich bin ja voller Valentino Rossi-Fan, wie ihr jetzt wisst. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das brauche ich unbedingt. Warum habe ich jetzt die Handschuhe drauf gemacht? Brauche ich unbedingt, weil ja, sieht einfach geil aus. Ja, noch die Heckansicht von hier. Ist ein, also von mir aus eines der geilsten Bikes zum Anfang. Klar, irgendwann will ich auch eine MT10 oder so, weil Race-Bikes, also Superbikes, Race-Bikes, das ist überhaupt nichts für mich. Doch, wäre schon, aber ich glaube, ich würde mich umbringen damit. Weil klar kann ich auch mit dem hier, aber hier hast du mehr so die Tendenz, chillig zu fahren, oder? Und jetzt noch einmal Soundcheck. Jetzt, ich hau sie schnell in den Null. So, jetzt einfach mal herumlaufen, Alter. Fatta. So, jetzt Soundcheck. Also Sound ist schon schmackhaft, Alter. Ist doch mal komplette Seitenansicht. Ist schon geil, ey. Vor allem mit der Kulisse. Ich glaube, ich werde hier noch mehr Videos aufnehmen kommen. Das ist der für die Schweizer vielleicht bekannt, Gurnigelpass. Ja, hört sich lustig an. Ist es auch. Das hier ist die Bär, also der gehört komplett zum Kanton Bern. Es gibt zwei Seiten von Freiburg her, wo man rauffahren kann, und eine von Bern. Da ganz hinten gibt es immer einen Bergrin. Finde ich äußerst geil. Gehen wir jedes Jahr schauen und fahren auch ein paar Freunde von mir mit. Erfolgreich. Also ja, erfolgreich. Was heißt erfolgreich? Für mich ist es erfolgreich, wenn einer einen Motorschaden hat. Nein, jetzt nicht böse gemeint. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wirklich, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, fahrt eine MT07 Probe. Ich kann es euch nur empfehlen, weil wirklich da kannst du nichts gegen sagen. Das ist der Hammer. Du hast Leistung, du hast eben MT, Masters of Torque. Ist wirklich, glaube ich, 68 Newtonmeter bei 1200 Umdrehungen. Ist wirklich der Hammer. Wirklich geile Straßenlage, kannst geil in die Kurven. Fast wie mit einer Supersportler. Klar, mit einem, ich sage jetzt mal, mit einer R1 hast du weniger Probleme, um in die Kurve zu liegen und Knie zu schleifen, als mit der. Mit der hier ist es möglich. Es ist möglich. Ich habe es nur einmal probiert, ein bisschen. Aber es ist möglich. Vor allem, was ich auch wissen werde, sind die Fußrasten. Das stört mich immens beim Fahren hier, wenn ich reinliege. Jedes Mal eckt es irgendwo an oder keine Ahnung. Lieber andere drauf machen. So. Dann hier die Kette, eine O-Ring-Kette. Bin ich auch mega top zufrieden damit. Ich habe auch schon Bikes gesehen, wo die Kette gerissen ist, wo das Bike komplett neu war, Alter. Komplett neu. Da hab ich fast angefangen zu heulen. Dann hier ein bisschen Rost vom Wasser. Naja, gibt Schlimmeres, kann man putzen. Ne? So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Folgt mir auf Instagram, darkrideofficial1, alles zusammengeschrieben. Poste ich jeden Tag neue Fotos, Videos. Und ich hoffe, euch hat mein erstes Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und